Jung kam nach Hause und sagt, Mami, weißt du was? Ich habe zwei Nachrichten, eine gute und eine schlechte, wenn du was du erst weiter. Der Mann sagt, okay, ich darf mir mal erst die gute Nachricht, dann nachher die schlechte. Dann sagt der Jung der Mann, weißt du was, das sehr positive, das sehr schöne ist, als ich bei allen alle Fächern an der Schule gekommen. Wow, herzlichen Glückwunsch, mein Jung, das ist sehr Fan. Und wenn es der Negative, dann das Lernen ist es. Das ist bloß ich gedacht, dass ich da gekommen bin. Das werde ich jetzt nicht. Das Positive ist, dass ich alle wieder da gekommen bin. Das Negative ist, dass ich lernen ist. In diesem Fall, wenn so der Junge so viel Bereitschaft dort Fuß zu sein, aber erstmal den Mann ganz hochbringen in die Fäule und dann hier vom 7. Stock rauffallen, Leute, bei ihnen Zahlen anfallen mit ihren Fäule. Und dort Fuß sein, dass das Lernen ist. Manche blieben da noch weit wie lang stehen und sagen, dass nicht futzte, sagen, dass ich schlutter, dass das Lernen ist. So, wer ist der Bereich von der Wahrheit bei dir? Mit dem Partner, oder mit den Kindern, oder mit den Eltern, oder am Finanziellen, oder wie einzige Menschen, wenn das um Geld geht, dann ist das nicht so wichtig, ganz abrechtig geht, oder beim Verkäufer, oder Käufer, eins wird. Ganz abrechtig sein, ist doch ein bisschen kompliziert. Und in Paraguay, brücke wie im Spanischen dort Mentira Piadosa, also ich merke mir religiös mein Leben. Das wird jedoch bloß in der Situation ein bisschen betuschen, soll das nicht so nahe sein. So, was schuld hat doch ein bisschen Leben. Hauptsache, der hat sich einmal Geld gefällt, alle. Die Leben ist dort, was uns zwei merken, wenn es so dann ist, die Futter von den Leben ist. Die Bibel sagt uns klar in Offenbarung Kapitel 21, Vers 8 wieder, da sagt über anders all die Feigliche, die Feiglinge, die Trüllöse, und die, was Mörder deine, die Hura, und die Götzen deine, und all die Lehner, die waren seine, wo das mit Schwefel und vier brennen, dort das ist der zweite Tod. Also die Lehner waren Krieg durch eine Stelle aus dem Mörder. Einzige sind sie, ich habe niemals mit dem Deutschen gezielt, ich bin sehr guter Mensch. Und das Lehner, naja, nicht wirklich Lehner, aber so ein bisschen die Wahrheit beüllen, so ein bisschen Ram seine Bläs. Und dann so half die Wahrheit reden wir. So, dass die andere eins wird glauben, dass in dem Weg, dass die andere soll eins wird können, glauben, dass dieser der Mann, als sie alle wieder gekommen sind, dass sie das sehen. Was ist in deinem Leben im Bereich von der Wahrheit? Aber nicht bloß für andere Menschen. Manche Menschen sind bereit, Lehnisse zu glauben. Zum Beispiel, wenn Gott sagt, der hat diesen Geschmack gemerkt, und eins wird sagt, dieser Geschmack, nein, das sagst du bloß, wenn sie eins wird was von mir. Ich glaube das nicht. Ich sehe schlechte Bude und Gott hat an dem Tag heute Ferien, aus dem mir gesagt wird. Und deswegen glaube ich euch die Worte, dass ihr mich Geschmack gemerkt habt, weil die Bibel das sagt, dass wir noch kriegen können. Weil meine Fälle was anderes sind, da wo ich die Lehne ist, immer vertrete. Und die Worte von der Bibel ist für mich nicht so wichtig. Ich will lieber all die Lehne zu glauben. Wenn eins wird sagt, du bist wertlos und ich habe mein Selbstwertgefühl, es ist so ja ohne Minderwertigkeitskomplexe, die sind einfach in mein Leben so. Und wenn die Bibel sagt, du bist wertvoll, die Wahrheit will ich nicht glauben. Ich will viel lieber die Lehne in mein Leben glauben und ich will wieder und Lehne sofort Hölle in mein Leben. Wenn es dort bringt, mich immer so, wenn es ich sie mache, hier das arme Schuchheit, mit mir ist das nicht viel. Wenn sind die Wahrheit in die Lehne, so was du glaubst in Leben? Das ist sehr viel, sehr leicht, Menschen einfach so wie drauf tun und aus der Schmack lassen und was wir sind. Dort hängt mich nicht von der Bibel auf. Dort hängt mich jemand, hat mir das gesagt, und der in dem, aus der Leben ist oder nicht. Der wollte das beten, dass Gott und Gott kann man mit warten. Ich wollte ihm das immer glauben und wollte ihm das niemals verzeihen. Lehnisse am Leben, ich hoffe, halt viel einfach die Wahrheit an der Bibel zu glauben. Wenn du wirst eine Oase in deiner Seele erleben wieder, dann sei die Wahrheit und auch nicht bloß für andere, sondern für dich auch. Und nicht sei, mit mir ist das nicht und ich halte nicht und mir sind nicht schmackig. Ob es die Bibel ganz klar sagt, dass er mir Geschmack gemerkt hat und dass ich, wird wir ziehen, so was. Ich will dort, was Gott sagt und was die Bibel sagt, weil ich mehr glaube, ist meine Fehler. Und dort bringt euch eine Oase für die Seele in dein Leben.